Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, und willkommen auf meinem Kanal Joy Loves Life, falls du noch nicht da warst. Ich führe heute ein spannendes Interview mit der lieben Tara Springett. Sie ist nicht nur buddhistische Lehrerin und Psychotherapeutin, sondern auch Expertin auf dem Gebiet Kundalini und Kundalini-Erwachen sowie das Kundalini-Syndrom. Meiner Ansicht nach eine sehr spannende Mischung und ich bin schon voller Vorfreude, das jetzt näher mit dir zu erkunden. Hallo Tara, danke, dass du da bist. Hallo Charlene. Ja, so spannend diese Mischung. Einerseits buddhistische Lehrerin, aber auch Psychotherapeutin. Also das Westliche und das Östliche verbunden. Und die Kundalini so ein altbekanntes Thema, eigentlich etwas Uraltes schon. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in Europa noch nicht so bekannt ist. Möchtest du mal den Zuschauern erklären, was es mit der Kundalini überhaupt auf sich hat? Was ist die Kundalini? Und in weiterer Folge, was ist ein Kundalini-Erwachen? Okay, also viele Leute haben ja den Begriff Kundalini schon gehört und das ist ja angeblich so eine Schlange, die im Unterleib liegt und die dann irgendwie aufwacht und aufsteigt. Und das ist natürlich für viele ein bisschen eine beängstigende Darstellung. Weil ja, wenn da irgendwie so ein Tier ist oder was in uns herumkrabbelt oder so, das ist ja nicht so besonders nett. Also ich spreche eigentlich lieber von einer Bewusstseinserweiterung. Und es ist ein spirituelles Erwachen. Und in dieser Bewusstseinserweiterung kommt es zu einer Erweiterung des Bewusstseins in vier verschiedenen Bereichen. Und diese Bereiche sind erstmal das viele Dinge, die vorher im Unbewussten waren, nach oben kommen, zum Beispiel alte Traumata, aber auch asoziale Impulse, die wir auch unterdrückt hatten, ja, Rassismus, Sexismus und all diese Sachen, weil wir wollen ja zivilisierte Menschen sein, das haben wir also schön alles unterdrückt, das kann alles nach oben kommen. Und dann im zweiten Bereich kann es sein, dass wir auch bei anderen Menschen mehr hinter die Maske gucken können, dass wir erkennen, dass sie vielleicht nicht immer die Wahrheit sagen oder dass sie sich ganz anders fühlen, als sie eigentlich vorgeben und dass uns das alles viel deutlicher wird, also dass wir da mehr hinschauen können. Der dritte Bereich, der sich uns oder vielen sich eröffnet, ist die Welt des Paranormalen, also das ist Hellsichtigkeit, mit Toten sprechen, spirituelles Heilen und viele andere Bereiche. Das hat nicht jeder gleich am Anfang dieser Öffnung von diesem paranormalen Ding. Mit der Zeit wird es mehr und mehr. Und der vierte Bereich, und das ist eigentlich der wichtigste Bereich, ist, dass wir mehr spirituelle Erlebnisse haben und dass wir vor allen Dingen die spirituellen Erlebnisse stabilisieren können. Und dass wir somit eigentlich dem, was wir Erleuchtung nennen oder Gottes Erfahrung oder Vereinigung mit Gott, dass wir dem näher kommen. Und das muss aber geübt werden, das fällt einem nicht in den Schoß. Und man kann die Kundalini oder diesen Prozess auch missbrauchen. Also man kann den auch missbrauchen, um mehr Macht zu bekommen, andere Menschen zu manipulieren. Wenn man zum Beispiel mehr sehen kann, was bei ihnen passiert, dann kann man sie mehr manipulieren. Oder einfach ansonsten irgendwie das zum eigenen egoistischen Gewinn verwenden. So, dieser Bewusstseinserweiterungsprozess findet in allen Bereichen unseres Lebens statt. Also mit der Zeit bleibt nichts so, wie es ist. Also unsere Beziehungen verändern sich, unsere Einstellungen zu allen Dingen, die uns wichtig sind, verändern sich. Vielleicht verändert sich unsere Ernährungsweise, welchen spirituellen Weg wir folgen. Das heißt aber nicht, dass sich bei jedem alles verändert. Also davor braucht man nicht unbedingt Angst haben. Aber es ist eigentlich ein Prozess, den ich ganz gerne mit der Pubertät vergleiche. Weil in der Pubertät, da waren wir vorher Kinder, ja, haben im Sandkasten gespielt und dann vier Jahre später sind wir junge Teenagers und es sind zwei komplett verschiedene Wesen. Und alles hat sich transformiert, von dem Kind ist nicht mehr viel übrig. Und so ist es auch im Kundalini-Prozess. Wir transformieren uns. Und in der Pubertät wacht die Sexualität auf und in dem Kundalini-Prozess wacht die Spiritualität auf.
Und das gilt auch für Menschen, die schon vorher vielleicht religiös oder spirituell waren. Die werden dann noch spiritueller und die erleben die Meditation oder Gebete noch intensiver und es wird noch wahrhaftiger und realistischer, als es vorher war. Also das mal so als ganz kurzen Überblick, worum es hier handelt. Also eine spirituelle Kraft, die quasi das Ruder übernimmt und das Leben von innen nach außen transformiert. Und man könnte auch sagen, also so ist meine Erfahrung, all das, was nicht mehr stimmig ist oder was vielleicht nie stimmig war und nie dem wahren Wesen entsprochen hat, muss mit der Zeit weichen, um den Platz zu schaffen, was wirklich in Einklang mit dem oder der individuellen Seele ist, sozusagen. Ja, Würdest du? wenn ich das ganz bisschen korrigieren Ja, darf, weil wenn die sicher. Leute das so hören, wie du das gerade gesagt hast, da haben viele Angst. Also es ist nicht eine spirituelle Kraft, die da irgendwie das Ruder übernimmt. Das bist immer noch du oder ich. Ja, das ist nur mehr von uns selber. Also es ist ein Gefühl, dass man wirklich mehr man selbst wird. Es ist eine Erleichterung. Jetzt sage ich endlich die Wahrheit. Jetzt bin ich endlich authentisch. Jetzt lasse ich mir Dinge nicht mehr gefallen, die ich mir vorher gefallen habe. Lassen habe. Und also es ist nicht irgendwie das, was daherkommt und in uns irgendwas aufzwingt. Es ist nur wir selber und das Gefühl ist, dass man mehr man selber wird. Ja, super. Und Danke das für die ist auch schöne ganz Ergänzung. wichtig. Ja. Ja, genau. Also man könnte auch sagen, da, wenn man noch so diese Angstsicht hat mit, okay, was ist das jetzt, eine Schlange, eine energetische Schlange, eine fremde Macht? Nein, es ist das eigene schlummernde göttliche Potenzial des höheren Bewusstseins in sich. Niemand von außen, niemand, der dir was tun will, niemand, der Macht über dich ausüben möchte, sondern immer im Einklang mit dem wirklich höchsten göttlichen Wohl für dich. Ja, wenn man das aber auch so sieht, weil ich habe ja schon gesagt, manche Menschen tun das ja auch sehr ausnutzen für einen egoistischen Gewinn. Und es gibt ja auch viele Lehrer, spirituelle Lehrer, das hören wir ja leider immer wieder, die irgendwelche Skandale verursachen durch irgendwelche misshandelnden Verhaltensweisen. Die haben zum Teil auch erweckte Kundalini. Die Kundalini ist ein bisschen wie Geld. Also man kann gute Dinge damit tun. Oder schlechte Dinge, genauso wie die Sexualität. Die kann man für Liebe verwenden und aber auch für Gewalt. Und so ist es auch mit diesem Prozess. Es ist eine Erweiterung von uns selber, die wir dann, wo wir selber die Entscheidung haben, ob wir das zum Guten oder zum Schlechten verwenden. Der eigentliche Sinn ist genau wieder mit der Sexualität. Natürlich ist es dazu gemeint, dass irgendwie was Gutes damit passiert, ja. Aber macht ja nicht jeder. Und so ist es ja auch mit der Kundalini. Also im Prinzip ist es darauf ausgerichtet, dass es uns zu diesen höheren spirituellen Weisheiten verhilft. Aber leider tut das nicht jeder. Aber ich hoffe, die Mehrheit schon. Ja, ich hoffe auch, und ich hoffe, dass eben auch deine Arbeit zum Beispiel da einen Impuls setzen kann, damit das eben richtig verstanden wird. Und ich denke, eigentlich geht es ja Hand in Hand damit. Je mehr sich das Bewusstsein erweitert, desto mehr erkennt man ja die universelle Verbundenheit und dass man nicht wirklich jemand anderem schaden kann, ohne sich selbst zu schaden, ohne das zu spüren, weil eben immer mehr diese Mauern wegfallen und man spürt, da ist ja keine Trennung. Und wenn man da dann jemandem wehtut, wenn man da dann missbrauchend ist, eigentlich geht es genau gegen dieses Göttliche und wie du sagst, wofür es gedacht ist. Also ich hoffe da schon auch, dass das in eine positive Richtung geht und dass, ich weiß, du redest auch in deinen Büchern von Macht und Liebe, dass das Hand in Hand gehen muss. Und möchtest du da ein bisschen näher drauf eingehen? Wie, weil ich denke, das ist ein guter Übergang, dass manche zwar eher in dieses, die ihre Macht erkennen, und andere erkennen eher die Liebe und geben aber die Macht weg. Wie siehst du das, dass man Macht und Liebe harmonisch vereint und dass da kein Entweder-Oder sein muss? Ja, also wenn wir uns fragen, was ist eigentlich die höchste Aufgabe in unserem Leben, spirituell gesehen und überhaupt, dann könnte man das so von diesem Winkel her ansehen, dass es so zwei Straßen gibt. Das eine ist die Straße der Liebe und das andere ist die Straße der Macht. Und in vielen Menschen, auch gerade die noch nicht so weit entwickelt sind, erlebt man das als unvereinbar. Also entweder verdiene ich viel Geld und bin ziemlich rücksichtslos und kümmere mich nicht um die Umwelt und denke nur an meinen eigenen Profit und so weiter, baue mehr Macht auf.
Oder ich bin ein liebevoller Mensch und ich opfere mich auf und andere Leute nutzen mich dann aus und dann bin ich sehr traurig. Und es sieht so aus, als ob das wirklich unvereinbar ist. Aber in diesem Kundalini-Prozess oder überhaupt in jedem höheren Entwicklungsprozess geht es darum, diese beiden Dimensionen des Seins zu vereinen. Also, dass man sozusagen eine machtvolle Liebe entwickelt oder eine Liebe, die man einsetzt mit einer großen Macht, um dann auch mehr Gutes zu tun. Aber das ist, wie ich schon gesagt habe, das ist diese vier Dimensionen, also eigenes Unbewusstes, Unbewusstes von anderen, paranormale Erlebnisse und das Potenzial, mehr spirituelle Erlebnisse zu haben. Das ist nicht unbedingt, dass die Liebe da schon mit drin ist. Also das ist, dass man dem Ganzen eine liebevolle Ausrichtung gibt. Idealerweise hat man das, bevor man die Kundalini erweckt. Und das ist ja eben das Problem, dass das nicht jeder hat. Ja. Das passiert ja auch manchen Leuten, die nehmen Drogen und dann haben die eine Drogenpsychose und hinterher ist die Kundalini erwacht. Und das ist nicht unbedingt dann gegeben, dass die schon auf diesem, also im Buddhismus nennen wir das den Bodhicitta-Weg, also dass man Erleuchtung erreichen will zum Wohle aller Wesen. Und da ist auf diesem Weg, idealerweise wären wir da alle drauf, aber leider ist da nicht jeder drauf. Und Ja. also im Buddhismus gibt es dafür dann jede Menge Übungen für liebevolles Mitgefühl und sowas. Und idealerweise hat man da darauf schon sehr viel meditiert, bevor die Kundalini erwacht, aber das ist eben nicht immer der Fall. Und die Klienten, die zu mir kommen, also da fangen wir alle direkt mit diesem Thema an, also mit Liebe und Mitgefühl. Also die erste Übung, die alle bekommen, ist, dass sie mehr Hingabe an ihr höheres Bewusstsein entwickeln. Also dass sie diese Beziehung zu einem göttlichen Wesen hier, ist Tara an der Wand oder hinten steht Medizin Buddha und Gerümpel. Also es kann, und ganz hinten, das ist Jesus. Also da kann jeder die höhere Macht benutzen, die er möchte. Oder überhaupt einfach nur göttliche Mutter oder göttlicher Vater, ohne dass wir das so festlegen, wer das jetzt gerade ist. Und dass da eine stärkere Verbindung kommt, also dass wir uns liebevoll hinwenden zu dieser höheren Macht. Und wir sind wie die Kinder, die sich da vertrauensvoll hinwenden. Und für viele von meinen Klienten ist das eine ganz neue Art der Spiritualität und etwas, was direkt auch ganz, ganz viel heilenden und eine heilende Kraft einbringt und sehr viele Ängste nimmt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Liebe zu entwickeln für sich selber. Und das Dritte, dass man irgendwelche Hass oder Groll, den man auf irgendwelche andere Leute hat, dass man dass wir die auflösen. Dafür gibt es dann auch Übungen. Und also das ist so das Erste, was ich mit meinen Klienten mache, dass ich die Liebe und Mitgefühl stärke. Und wenn das passiert, dann gehen schon mal ganz, ganz viele Ängste und Depressionen und Verwirrungen und all das. Das senkt sich schon direkt bei mindestens 50%. Und dann gibt es noch spezielle Übungen, um alle möglichen anderen Symptome, die man so hat in diesem Prozess, abzusenken oder aufzulösen. Du hast ja schon gesagt, beim Erweiterungsprozess, also wenn sich das Bewusstsein durch diesen Prozess erweitert, dann kommt da mal alles hoch. Und zwar sowohl das, was man möchte, das Schöne über sich selbst, was man noch nicht wusste, vielleicht seine Talente oder positiven Eigenschaften, aber eben auch die asozialen Verhaltensweisen, aber eben auch die Traumata, auch das, womit man nicht so equipped ist, um umzugehen damit. Wie hilfst du denn deinen Klienten damit, die zu dir kommen, all das auszusortieren? Jetzt einerseits aus der psychotherapeutischen Warte und andererseits aber eben mit all dem Wissen, was du zum Kundalini-Thema hast. Wo fangen die denn Ja, an, sich also da ich habe durchzuwühlen? Ja. ja, also ich habe jetzt eben dann den Vorteil, dass ich sowohl den spirituellen Hintergrund vom tibetischen Buddhismus habe und die haben fantastische Übungen, um alle möglichen Geisteszustände positiv zu beeinflussen.
und aber auch die psychotherapeutischen Ausbildung habe, wo es auch viel um Beziehungen geht, weil das da ist Buddhismus nicht so besonders gut drin, weil das ist ja leider eine relativ mittelalterliche Gesellschaft, wo es klar war, die war sehr hierarchisch aufgebaut wenn alles hierarchisch ist, dann gibt es nicht so viele Beziehungskonflikte, weil jeder seinen Platz haben muss, ja. Und die Frauen stehen unter den Männern und so weiter. Und das wollen wir eigentlich nicht übernehmen, diese Art von Denken. Und dann also diese, und die meisten psychischen Probleme haben wir durch unsere Beziehung. Und entweder die Beziehung in unserer Herkunftsfamilie oder unsere Beziehung mit dem Partner oder unserer jetzigen Familie. Und da spielen sich ja unsere psychologischen Probleme drin aus, ja. Und ich kann das eben beides zusammenbringen. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Weil es ist ja so, wenn du verschiedene Probleme hast und gehst zum Psychotherapeuten, der kann nicht alles lösen für dich. Zum Beispiel alles, was mit Verlust und Trauer zu tun hat, da sagt ein normaler Psychotherapeut, ja, da weiß ich auch nichts. Ja, deine Mutter ist gestorben, tut mir leid, kann ich jetzt auch nicht helfen, ja. Oder es gibt, wie gesagt, auch psychologische Probleme, wo dann der spirituelle Lehrer nicht helfen kann, wie zum Beispiel Beziehungen. Wenn man das aber beides kann, ja, dann hat man einfach einen viel breiteren Methoden, ja, breiteres Spektrum von Methoden und kann vielen Menschen mehr helfen. Ich sehe auch hier wieder diese Parallele von, anstatt es zu trennen, es vereinen. Also auch nicht Macht oder Liebe, sondern vereinen. Nicht spirituelles Wesen oder Mensch, sondern vereinen. Nicht Psyche oder Spirit, sondern vereinen. Immer wieder dieses Vereinen, Vereinen, Vereinen. Sehr richtig. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das lernen auf unserem spirituellen Weg, weil wenn du irgendeinen spirituellen Lehrer triffst und der sagt, mach das und nur das, dann hast du schon verloren. Egal was es ist. Sei liebevoll und nur liebevoll. Ja, und wenn dann einer kommt und will dir was Böses antun und du sagst, oh, ich gebe dir Liebe, dann lacht er dich aus, ja? Macht er dich zum Männer. Da musst du auch mal hinstehen können und entweder dich körperlich wehren oder weglaufen können, ja? Oder wenn jemand sagt, nur im Hier und Jetzt und nur im Hier und Jetzt. Ja gut, im Hier und Jetzt, da kann man seinen Süchten frönen, das schmeckt ja so gut. Ja. Was soll daran problematisch sein? Ich bin im Hier und Jetzt und ich habe jetzt diese Liebesaffäre, wie kann das falsch sein? Ich bin ja nur im Hier und Jetzt, ja, es ist ja diese Unfähigkeit, dann auch an die Zukunft zu denken und zu sagen, wenn ich das jetzt mache, geht es mir hinterher sehr schlecht. Also es geht immer darum, beides zu machen, ja, im Hier und Jetzt zu sein, aber bitte auch an die Zukunft denken, bitte auch aus der Vergangenheit die Fehler zu lernen und dass man so diese Gegensätze wirklich vereint, in jeder Hinsicht. Dass man liebevoll sein kann, aber eben auch powerful, wenn es mal sein muss, ja? Ja. Also die goldene Mitte oder das Tao, oder wie man das auch im Buddhismus oder im Taoismus eben nennt. Ja, wobei es aber nicht darum geht, da irgendwie so einen lauwarmen Mittelweg zu finden, sondern beide Seiten im Extrem leben zu können. Also extrem liebevoll und extrem machtvoll zu sein. Das ist das Ideal, ja. Also die beiden Polaritäten im Extrem auszuleben. Und das, unser Geist versteht es ja nicht. Ja, irgendwie der denkt entweder das eine oder das andere. Und so geht man dann immer hin und her und schwingt zwischen den Extremen. Einmal will ich dann immer versuchen, ganz liebevoll zu sein. Dann werde ich immer ausgenutzt. Dann sage ich, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Jetzt werde ich mich mal ordentlich wehren. Ja, und dann sage ich mal ordentlich die Meinung. Und dann laufen einem all die Freunde weg und ja gut, das funktioniert dann auch nicht so und dann schwingt man hin und her und hin und her. Aber die Kunst liegt da drin, mit Liebe und Macht das Leben zu leben und so sich selber zu verwirklichen und auch allen Menschen zu helfen, weil wenn man wirklich vielen Menschen helfen will,
Da muss man liebevoll sein und auch machtvoll. Weil wenn man nur liebevoll ist, da hat man eben nicht so viel Macht, nicht so viel Einfluss auf andere. Genau, und das andere Extrem haben wir vorher schon besprochen. Dann gibt es welche, die wieder diese Macht missbrauchen und gar nicht mehr dieses Mitgefühl haben oder auf Ganz andere klar. Auch schauen. Ganz klar. Ich würde jetzt gerne nochmal in das Thema eintauchen, wie genau das aussieht oder wie man sich das vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat, dass die Kundalini-Kraft das eigene Leben, das eigene Bewusstsein und auch die ganzen Lebensbereiche dann von innen nach außen transformiert. Okay, ich erzähle mal ein typisches Beispiel. Also ich habe jetzt mit über 2000 Klienten und Klientinnen gearbeitet, die das Kundalini-Syndrom haben oder Hilfe wollten in diesem Prozess. Und der Grund oder der Trigger, der am allermeisten da war, war dieses 10-tägige Vipassana-Retreat von Goenka. Also das ist die Hauptursache, die ich beobachtet habe unter meinen Klienten, die Kundalini ausgelöst hat. Also die gehen also auf so einen Retreat, und sehr, sehr intensives Schweigeretreat, die meditieren 10, 12 Stunden und ich glaube, die machen recht gute Meditationen und dann haben sie diesen Bewusstseinserweckung. Und dann typischerweise kriegen sie dann irgendwelche erstaunlichen Erlebnisse, entweder spiritueller Art, dass sie vielleicht eine Lichterscheinung haben oder unglaubliche Visionen oder schöne Dinge erleben, also auch Glückseligkeit. Aber wenn diese Glückseligkeit und diese schönen Dinge kommen, kommen auch oft gleichzeitig, nicht direkt gleichzeitig, aber vielleicht ein paar Stunden oder einen Tag oder zwei später, kommt dann auch oft was vom unbewussten Geist nach oben. Ja? Also dann geht das so hin und her. Also da kommen diese extremen Glückseligkeitszustände und dann plötzlich kommt irgendwelche Horrorvorstellungen oder irgendwie ein Trauma kommt nach oben, das schon vorher vergessen war. Oder man fühlt sich ganz, ganz schrecklich wie in der Hölle. Und dann gehen sie vielleicht zu ihren spirituellen Lehrern da auf dem Kurs und stellen zu ihrer Bestürzung fest, dass die denen überhaupt nicht helfen können. Und dann haben wir schon den Salat. Ja? Wir haben Glückseligkeit, wir haben alles Mögliche, das uns von unserem unbewussten Geist nach oben kommen. Und wir haben die große Enttäuschung, dass uns die Menschen, von denen wir glauben, dass sie uns helfen und führen können, das nicht tun können. Und dann, heutzutage geht man dann typischerweise aufs Internet, tut seine Symptome da eingeben und dann steht da Kundalini drin. Aha, ich habe wohl eine Kundalini-Erweckung und dann vielleicht kommen die auf meine Webseite und dann können sie dann den Kundalini-Test machen. Und dann melden sie sich an, zum Beispiel bei mir als Klienten, ja. Und dann, was dann so typischerweise ist, also in dem Kundalini-Test gibt es 5 Kriterien, die ich da drin habe. Das erste ist, dass die Leute einen sehr starken Vertiefung ihres Interesse haben an Spiritualität. Vielleicht auch, wenn sie schon vorher spirituell waren, werden sie dann noch spiritueller. Es wird noch zentraler, noch intensiver. Ja? Das ist das wichtigste Kriterium von allen. Das zweite Kriterium ist, dass die Emotionen intensiver werden, also dass man mehr hoch und runter geht, also dass man diese Glückseligkeiten erlebt, aber auch Ängste oder negative Gefühle verstärkt sind. Damit einhergeht dann oft auch eine verstärkte Sensibilität. Also Hochsensibilität setzt ein, dass alle möglichen Sinneswahrnehmungen vielleicht sehr intensiv werden, zum Teil unerträglich, aber auch zum Teil unglaublich wunderschön und intensiv, dass man irgendwas sieht und denkt, oh, ich bin im Paradies, das ist so wunderschön, ich könnte ohnmächtig werden. Ja, so. Manche haben dann auch paranormale Erlebnisse, aber das kann doch sein, dass das ein bisschen später ist. Oder auch Jahre später. Und das dann auch noch ein 5. Kriterium ist, dass die Leute Energiebewegungen im Körper haben. Also, dass sie anfangen, irgendwie spüren, dass da irgendwie eine Hitze aufsteigt im Körper, dass sich irgendwie Energie staut in verschiedenen Körperstellen, dass sie die Chakren spüren können. Also, dass da vorher war dieser Rumpf da und der war relativ taub wie eine Masse Fleisch und plötzlich ist es wie belebt.
Und da tut alles Mögliche drin rumoren und die erstaunlichsten Gefühle erzeugen, also Schmerzen, aber auch, dass man Angst oder Traurigkeit als so intensiv wahrnimmt, dass das wie körperlicher Schmerz ist. Und das, also diese fünf Symptome, die sind in meinem Kundalini-Test, die kann jeder, der Kundalini-Test ist gratis, da kann jeder auf meine Webseite gehen, taraspringer.com.de. Und den muss man sich dann nur eintragen, dann kann man den machen. Da kann man dann feststellen, ob man diese Kundalini-Erweckung hat. Und dann, wenn die Klienten dann zu mir kommen, dann fangen wir zuerst an, diese negativen Emotionen zu beruhigen. Und die meisten haben sehr viel Angst. Und diese Angst ist dann noch verstärkt durch diese Verwirrung. Was ist los mit mir? Bin ich am verrückt werden? Was ist da passiert? Und also dann gebe ich denen die Information, nein, du bist nicht am verrückt werden. Das ist eigentlich ein sehr gesunder Prozess. Der ist der Pubertät nicht unähnlich, ja. Und auch in der Pubertät kann es manchmal sehr tumultvoll zugehen. Und da gibt es viele Parallelen. Und dann gebe ich denen als erstes die Anti-Angst-Übung. Das ist dann visualisiert man etwas und dann atmet man in einer bestimmten Weise und dann gehen die Ängste sehr, sehr schnell weg. Auch Leute, die sehr starke, extreme Ängste haben, Panikattacken und so weiter, das kann man alles sehr schnell mit dieser Übung beruhigen. Das kann man auch lernen, wenn man keine Kundalini-Erweckung hat. Also diese Anti-Angst-Übung, die wirkt immer sehr, sehr gut, ja. Und dann kommt es darauf an, dieser ganze Katalog von Symptomen, was die Leute dann haben, starke Emotionen, Körper, vielleicht Schmerzen, Kopfdruck. Und da gehen wir dann durch. Und für jedes Symptom gibt es eine Lösung. Das habe ich auch alles in meinem Buch beschrieben, Kundalini-Symptome heilen. Und da gibt es ein ganzes Sammelsurium von Übungen. Und die sind alle kurz und knapp und sehr leicht. Und damit kann man dann diese Gefühle, die Emotionen, die wirklich außer Rand und Band sind, die kann man dann wieder beruhigen. Und vor allen Dingen, die kann man dann noch umdrehen in Glückseligkeit. Also das ist dieser Transformationsprozess, das vor der Kundalini, sage ich dann, die Leute sind wie ein Eisblock. Das hört sich jetzt ein bisschen verachtend an, aber das meine ich nicht so, ja. Nur das erklärt den Prozess sehr gut. Also man ist wie ein Eisblock, man ist stumpf und merkt nicht so viel oder gar nichts. Und dann das Erste, was dann passiert, ist, dass dieses Eis irgendwie anschmilzt. Und das erlebt man dann als diese Energiebewegung oder Schmerzen im Körper. Und es ist recht unangenehm. Und dann, wenn das Eis komplett schmilzt, dann erlebt man das als die Emotionen. Die sind auch nicht besonders angenehm. Also plötzlich extreme Wut, Verzweiflung, Angst und solche scheußlichen Emotionen. Und wenn man dann lernt, die energetisch umzudrehen, dann verwandelt sich das Wasser in Dampf und dann erlebt man diese gleiche Energie als Glückseligkeit. Und da wollen wir hin. Weil wenn du in der Glückseligkeit bist, dann kannst du durch das Erleben der Glückseligkeit die ganzen spirituellen Weisheiten, von denen wir in den Büchern lesen, die kann man dann direkt verstehen. Weil in der Glückseligkeit ist auch eine Weisheit drin. Und diese Weisheit erlaubt einem dann die Dinge klar zu sehen und auch zu verstehen, ja. Ja, wunderschön. Danke für die Erklärung. Ich erinnere mich noch an eine Stelle in deinem Buch, ich weiß nicht mehr welches, aber da habe ich damals genau diese Metapher gelesen, die Eisblock-Metapher, wo es eben das ganz unbewusst am Anfang ist taub, Eisblock, dann wassermäßig und dann dampfmäßig. Und finde ich schön, dass du die hier aufgebracht hast. Ich hätte es sonst sogar noch gefragt. Lustiger kurzer Schwenk aus meinem Leben. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, da ist gerade ganz viel von diesem unbewussten Gletscher. Unbewussten Gletscherthemen quasi bei mir sind hochgekommen und haben sich geschmolzen und gelöst. Und zu der Zeit habe ich interessanterweise ganz, ganz viel von Eis geträumt und von eben eiskargen, ja, nicht Wüsten, das ist das Gegenteil. Ja, so wie am Nordpol quasi, also ganz, ganz eiskalte Gegenden und dann in Phasen, wo gerade mehr diese Emotionen da waren und eben das schon ein bisschen bewusster geworden ist, da habe ich dann viel von Wasser geträumt. Also das Ah, ist sehr ganz, ganz schön. spannend, ja. Sehr gut.
Wo geht es denn dann hin? Also, wenn jemand diesen Prozess Schritt für Schritt, ich meine, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, wie lange das dauert. Geh bitte gern nochmal drauf ein, wie lange arbeitet diese Kundalini-Kraft, die dein höheres Bewusstsein ist, mit dir? Und wie zeigt sich das dann in deinem Leben? Welche Veränderungen entstehen denn? Weil, wenn wir unser komplettes Inneres und unser Bewusstsein verändern, ist es ja logisch, dass dann im Außen unser altes Leben nicht mehr dasselbe sein wird. Die Angst haben wir schon Ja. besprochen, dass das nichts Schlimmes sein muss, aber womit kann man dann rechnen? Wie transformiert sich das dann? Also das hängt natürlich komplett davon ab, was du schon von deinem früheren Leben mitbringst. Also die talentiertesten Leute, die schon kurz vor der Erleuchtung sind und haben vielleicht die letzte Inkarnation in diesem Leben, für die ist das alles ein Spaziergang im Park. Die kriegen diese Erweckung wahrscheinlich irgendwann als Teenagers. Erleben große Glückseligkeit, erkennen die Liebe und wissen das auch und können ganz, ganz schnell sehr gut damit umgehen, ja. Und aber das ist eher die Ausnahme. Und was dann bei anderen Leuten so passiert, ist das volle Spektrum. Also von jemand, der da voll mit hadert und extrem im Argen liegt und in die Psychiatrie rennt und sagt, ich brauche jetzt Tabletten, das muss jetzt abgeschottet werden, das muss weg, ich halte das nicht mehr aus. Ich habe einige Klienten, die das tun und irgendwie alle Leute so in der Mitte, ja, also die da sagen, okay, hier mit dem Teil komme ich klar, aber mit dem Teil komme ich jetzt nicht klar. Und was, womit sie da nicht klarkommen, das hat immer was mit dem psychologischen Problem zu tun. Also wie schon gesagt, es ist ja nicht, dass irgendwas in uns eintritt. Es ist hier nur das, was mehr zutage tritt, was schon in uns war. Also wenn wir mit irgendwelchen Traumata nicht klargekommen sind, dann wird das ja noch mal intensiviert und so stark verstärkt, bis wir das irgendwie ordentlich auflösen. Oder wenn wir irgendwie Ängste haben und denken, ich werde nur geliebt, wenn ich die perfekte Figur habe und wunderschön aussehe und dann irgendwelche Ängste habe. Also das sind ja diese Leute, die dann irgendwie dazu neigen, also auf Englisch Body Dysmorphic Disorder. Also die sehen sich dann als dick, obwohl sie eigentlich dünn sind und solche Sachen. Also all diese psychischen Probleme, die werden dann nochmal verstärkt. Also es ist irgendwie so, als ob dieser Prozess sagt, ja, so, jetzt so, bring das mal ordentlich jetzt in Ordnung, ja. Und was das ist bei jeder Person, ist ganz unterschiedlich, so wie wir alle unterschiedlich sind. Und vielleicht gibt es ein paar Muster, die so typisch sind, aber also bei vielen Menschen fängt dieser Prozess an mit einem kleinen Weile von Glückseligkeit, ja. Also das ist aber auch nicht bei jedem. Das ist nur bei den meisten so. Und also das ist ein paar Stunden, ein paar Wochen. Das Längste, wo ich gehört habe, war 2 Jahre in vollkommener Glückseligkeit. Dann denken die, ja, ich bin jetzt erleuchtet, alles wunderbar. Und aber der Prozess hat noch gar nicht richtig begonnen, weil, wie gesagt, also dieser positive Teil von uns oder dieses mehr spirituelle Erleben wacht auf, aber unser Unterbewusstsein wacht auch auf, das Eis da wird auch geschmolzen und kürzer oder später kommen diese Prozesse nach oben. Wenn jetzt jemand schon Therapie gemacht hat oder einfach talentiert ist, mit diesen Dingen umzugehen, dann wird er das gut können, ja. Aber andere Leute, die das nicht gut können, die brauchen da ein bisschen Unterstützung. Und dafür bin ich da, ja. Also ich hatte zum Beispiel in meinem eigenen Leben, bei mir hat das ja sehr früh angefangen, auch wie bei dir, Jolene, also in meinen Teenage-Jahren. Und ich bin dann sehr früh zum tibetischen Buddhismus gekommen. Und der Buddhismus hat mir dann sehr geholfen. Das war so ein beschützender Rahmen, in dem ich das erleben konnte. Und die Kundalini-Erweckung ist ja auch Teil des tibetischen Buddhismus. Und also da war schon viele Rahmenbedingungen, die mir einfach grundsätzlich mal geholfen hat. Aber nicht jeder hat sozusagen dieses gute Karma. Viele, viele von meinen Klienten, die zu mir kommen, die sind so ein bisschen mehr, wie soll man sagen, die schwirren so rum, mehr so im New Age oder wir haben also keinen festen spirituellen Weg, das müssen sie auch nicht, aber sind deswegen auch ein bisschen orientierungslos, ja, weil es ist ja auch dann nicht so klar. Und also wie gesagt, so ein
ein guter spiritueller Weg, auch ein traditioneller Weg, ist beschützend und helfend. Das kann man aber nicht immer zwingen, ja. So ist nicht jeder drauf. Viele Leute wollen das nicht. Und wenn man natürlich, wenn man so eine Psychotherapie gemacht hat oder immer noch macht, dann wird das auf jeden Fall hilfreich sein. Und wenn man überhaupt bescheiden und demütig ist und kein großes, dickes Ego hat und das schon die Einstellung hat, dass dieses Leben dazu dient, spirituell zu wachsen und nicht nur dazu da ist, mein großes Ego zu füttern, ja. All diese Dinge werden hilfreich sein, aber das hat eben nicht jeder und auch nicht jeder zum gleichen Ausmaß. Und deswegen ist diese Frage schwer zu beantworten, wie lange wird das dauern. Es ist in jedem Fall ein lebenslanger Prozess, aber das heißt auf keinen Fall, dass wir lebenslang leiden müssen. Ganz im Gegenteil, ich persönlich bin extrem dankbar, dass ich das erleben durfte, dass ich diese Bewusstseinserweiterung erleben durfte. Weil natürlich am Anfang war es schwer. Ich war 17 Jahre alt und dann auf einmal kamen diese ganzen Symptome. Das war nicht leicht. Aber so von 30, wo ich so 30 war, fing es mir dann an, ziemlich gut zu gehen. Und so, ich bin jetzt 62. Und so von 40 an, seitdem bin ich eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit in dem Zustand dieser Glückseligkeit. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich nie über irgendwas ärgere, das tue ich schon. Ich bin auch eine Mutter und Ehefrau. Und Mensch. Und Mensch, genau. Ja. Und ich habe schon noch normale menschliche Reaktionen, aber dieser ganze Hintergrund, ja. Also das ist so, als ob in meinem Leben immer die Sonne scheint, ja, emotional. Ja klar, da kommt auch schon mal eine Wolke vorbei und auch mal ein Wolkenbruch, aber das ist alles minimal, ja. Die Sonne scheint immer und ich sehe auch immer den blauen Himmel. Und ich denke, das ist dieses Versprechen oder diese Möglichkeit, dass die Kundalini uns das gibt. Und soweit ich das weiß und einschätzen kann, haben Leute ohne Kundalini das nicht. Also die kennen diese Glückseligkeiten nicht, außer vielleicht in einem kurzen Moment des Orgasmus oder in einem ganz frühen Stadium einer Verliebtheit. Aber ansonsten ist das Leben ohne diese Bewusstseinserweiterung, man ist vielleicht stabiler und mehr in der Mitte, aber es ist auch immer ein bisschen mehr wie grauer Himmel, auf jeden Fall verglichen mit dem, was man erleben kann in der Kundalini. Oder in diesem Prozess. Also du hast jetzt schon mal quasi beschrieben, dieses Innere, dieser stabile innere Zustand und oder Bewusstseinszustand, ja, von dem aus du das Leben erfährst. Und in weiterer Folge würde ich noch ergänzen, sagen wir dann gerne, ob du das so bestätigen kannst oder nicht, dass je mehr eben von dem schmilzt, was da dich verstopft hat, energetisch auf irgendeine Art und Weise, also was dich davon abgehalten hat, wirklich dieses höhere Potenzial zu leben, desto klarer bist du ja dann auch in deinem Leben und in deiner Ausrichtung und in den Entscheidungen, die du für dich und dein Leben triffst, weil du eben nicht mehr nur diese Traumata kompensierst und Schmerzvermeidung betreibst und sozusagen diesen automatischen, vorgegebenen Weg gehst, ohne zu hinterfragen, sondern weil du dann wirklich, wie du gesagt hast, mehr von dem bist, was du bist und wer du wirklich bist. Und natürlich sind dann die Entscheidungen, die du für dein Leben triffst, umso erfüllender für dich, umso mehr eine Repräsentation von dem, das du bist. Würdest du das unterstützen? Absolut, ja. Ja. Also es geht nicht nur, dass man sich sehr wohl fühlt oder glückselig fühlt, es kommen viele andere positiven Eigenschaften, weil es ist ja, man bekommt ja eine Macht. Und diese Macht, die kann man einsetzen für immer, was man will, ja. Und eine Sache, die dadurch entsteht, ist, dass man das für Kreativität einsetzen kann. Also ich habe ja, glaube ich, jetzt 10 oder 11 Bücher geschrieben, was mir große Freude gemacht hat. Ich bin auch sonst sehr kreativ. Ich habe hier einen riesen Garten und Grundstück, das ich wunderbar wie einen Park angelegt habe. Das soll mal dann ein Retreatzentrum werden. Und eine andere Sache, die man dann machen kann, wir sprechen ja von dem Gesetz der Anziehung, dass man sich das herbeiwünschen kann, was man will. Das klappt, das können alle Menschen, aber wenn man im Kundalini-Prozess ist, dann kann man das noch viel, viel besser. Und mein eigenes Leben ist mit Sicherheit eine Erfolgsstudie über das Gesetz der Anziehung. Also ich würde sagen, in meinem Leben
gibt es nichts Gutes, was ich mir nicht vorher bewusst herbeigewünscht habe. Ja? Also meine Ehe, mein Beruf, der Erfolg mit meiner Sky-Praxis, in meiner spirituellen Entwicklung, das Haus. Da kannst du noch alle anderen Sachen, Lebensbereiche da reinsetzen. Also alles habe ich mir bewusst herbeigewünscht und es ist auch alles so geworden, wie ich das wollte. Und warum ist es so? Weil wenn unser unbewusster Geist ein bisschen ausgeleert ist und ausgeräumt ist, dann hält der uns ja nicht mehr so zurück. Weil wenn das Gesetz der Anziehung nicht klappt, ja, ist, weil man sagt, ich will jetzt in diese Richtung gehen, aber man erlebt, dass man immer in diese Richtung geht, dann ist es, weil der unbewusste Geist uns einen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Und durch diesen Kundalini-Prozess, so hart wie er ist, wird ja der unbewusste Geist ausgemistet, ja, ausgerümpelt. Ich sage immer gerümpelt in der Garage, da müssen wir jetzt ausrümpeln. Das bringt auch nichts, dass man dann sagt, wer hat jetzt dieses Stück Dreck da reingelegt? Wo kommt das her? Welches Trauma ist damit zusammen, hängt damit zusammen? Das ist alles ziemlich irrelevant. Das Wichtige ist, dass man irgendwelchen Mist, den man da findet, nimmt und ausrümpelt. Und wie man das tut, sind die Methoden, also ich benutze ja die Methode des Heilen mit dem höheren Bewusstsein, das ist auch einer der kreativen Akt, die ich gemacht habe, dass ich diese Methode entwickelt habe, also dass man die benutzt und damit diese komischen Tendenzen, die man da hat und alle möglichen Traumata und Komplexe oder sonst irgendwas, dass man das nimmt und so, sozusagen auflöst. Und auflösen ist so, das kann man sich so vorstellen, also wenn unser Geist wie der blaue Himmel ist, wo die Sonne scheint und da kommt eine Wolke her, und wir wollen die Wolke auflösen, dann müssen wir sie entweder, die Sonne muss da reinscheinen mit Hitze und das ist unsere innere Liebe. Also man durchdringt dieses Thema mit Liebe und dann bläst man noch ein bisschen Wind durch und dann ist die Wolke weg. Und dieses Winddurchblasen ist, dass man lernt, sich auf eine ganz spezifische und tiefe Art zu entspannen, weil diesen Energiekörper, den kann man nämlich lernen, komplett zu kontrollieren. Das ist wie Gymnastik, ja, Energiegymnastik. Da muss man schon dran üben. Das kann man nicht sofort. Wir können jetzt auch nicht alle Flickflack oder sonst irgendwas, aber wenn wir dran üben würden, naja, Flickflack ist klar. aber sagen wir mal so, irgendwelche sportlichen Übungen oder ein Musikinstrument lernen, ja? Das kann man auch, wenn man ein bisschen älter ist. Und das muss man üben. Und so muss man auch diese Übungen üben. Und wenn man das dann kann man diesen Energiekörper ausmisten. Ja, vor allen Dingen das ganze Gerümpel. Und dann, wenn man das kann, dann kann man sich seine Wünsche manifestieren. Und wenn man das tut zum Besten aller Lebewesen und nicht nur für den eigenen Egoismus, dann wird das Leben besser und besser und besser und vor allen Dingen viel besser, als wäre man nicht im Kundalini-Prozess. Und deswegen bin ich persönlich sehr, sehr dankbar, dass ich da drin bin. Es ist das größte Geschenk in meinem Leben. Bei mir genauso, ja. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich würde da gerne noch was anknüpfen, weil ich habe das gerade so total schön gesehen und ich denke, das gehört noch ausgesprochen. Du hast nämlich zwei Dinge gesagt. Erstens mal, das mit dem Dreck, okay, ist jetzt nicht so wichtig, wer hat den Dreck da reingelegt und so weiter, sondern aha, da ist Dreck. Anerkennen, dass da Dreck ist. Und du hast vorhin schon ein bisschen weiter zurück gesagt, man entkommt, also so quasi, man entkommt dem Prozess nicht. Man wird so lange damit konfrontiert, bis man es auflöst, damit es eben aufgelöst wird. Und beides ist für mich so schön, weil man könnte natürlich auch sagen, ja, uranstrengend oder urunfair oder was weiß ich. Aber ich denke mir, wow, beides ist die totale Einladung zur Eigenverantwortung, zur Selbstermächtigung. Und beides sagt, hey, du sollst dir der Tempel, das Bewusstseinsfeld, was du bist, so ausmisten und gestalten, damit du es eben genießen und ausfüllen und strahlen kannst und nicht Wege finden, um zu entkommen, um zu entkommen, um zu entkommen, um es zu unterdrücken oder nicht hinzuschauen oder ja, auf den anderen zu projizieren, sondern es ist so lange da und wird dir so lange gespiegelt, bis du eben sagst, okay, ich nehme es an als Teil von mir und ich werde eben, genau was du gesagt hast, es auflösen, es erlösen mit meiner Präsenz, mit meinem höheren Bewusstsein, weil
dann bin ich freier, dann bin ich mehr da, dann ist da mehr Liebe, dann ist da mehr Handlungsspielraum, Macht, all diese wunderschönen Dinge, die wir uns ja wünschen. Also genau das Gegenteil von dem, was wir tun, wenn wir versuchen, es mit Süchten oder mit Schuldvorwürfen oder mit Vermeidungstaktiken ja nicht wahrhaben zu müssen. Also das finde ich ganz, ganz schön nochmal so, wollte ich einfach nochmal zusammenfassen. Es ist ein Geschenk, auch wenn es einem lästig vorkommt. Es ist ein Geschenk, dass es immer wieder da ist, bis du es annimmst, bis du es integrierst und eben auflösen kannst. Ja, und wenn wir uns dann nochmal die Pubertät vor Augen halten, nicht jedes Kind will durch die Pubertät gehen. Manche Kinder wollen Kinder bleiben, ja. Und es fällt auch nicht jedem Teenager leicht, dann das direkt in eine ganz schöne romantische Beziehung umzugestalten, ja. Und auch das dauert dann eine Weile, bis man das irgendwie richtig gut hinkriegt. Aber wenn man dann sich wirklich glücklich verliebt, ich glaube, da würden alle, die meisten Leute mir dazu stimmen, dass das außer der Erleuchtung so eines der besten Erlebnisse sein kann, die man im Leben haben kann. Und dann denkt man, ja gut, das war das dann schon wert, dass ich durch die Pubertät gegangen bin und mich mit diesen Hormonen jetzt irgendwie auseinandersetze. Und so ist es auch im Kundalini-Prozess. Es ist ein das Ziel davon ist ganz, ganz wunderschön. Ich vergleiche es manchmal auch gern mit einer Bergwanderung. Ja, es bedarf einer gewissen Anstrengung. Klar, es geht ein bisschen bergauf. Aber man muss auch nicht immer den steilsten Weg gehen. Man kann auch ein bisschen so zickzack laufen. Und die Aussicht wird immer besser, je höher man kommt. Und man kann auch stolz auf sich sein, dass man diese Fähigkeit hat, dass man diesen Prozess jetzt gut durchläuft. Also stolz in dem Sinne, nicht Ego-Stolz, sondern eher, dass man ja dankbar in einer positiven Weise auf sich stolz sein kann, ja, oder dankbar sein kann. Und auf dem Gipfel ist dann sozusagen die Vereinigung mit dem Göttlichen oder die Erleuchtung oder wie man es auch nennen möchte. Und dass das alles sehr, sehr, sehr viel wert ist. Und klar, man kann auch immer im Zimmer sitzen und nie aus dem Zimmer rausgehen. Aber so eine Bergwanderung ist schon auch was Schönes. Absolut. Ich würde gerne noch mal kurz zurückspannen. Du hast gesagt, durch diese 10-tägige Vipassana-Meditation oder Schweigeretreat ist einer der häufigsten Ursachen, warum bei jemandem die Kundalini erwacht. Also die bei mir in meiner Praxis ankommen, ja. Alles Also klar. Wie das global aussieht, das kann ich natürlich nicht sagen. Ja. Aber, aber immerhin, ich habe jetzt hier ich habe 2000 Leute, das ist schon mal eine ganz gute Testgruppe, ja. Ja. Ich persönlich, also bei mir war es so, ich wollte nicht, dass sie erwacht. Das war ein spontanes Erwachen. Rückblickend weiß ich schon, was da eine Rolle gespielt haben könnte oder welche Faktoren. Das war auch einiges auf einmal. Aber ich würde gerne noch darauf eingehen. Was sind denn sonst so Gründe, warum die Kundalini bei jemandem erwacht? Ob das jetzt absichtlich herbeigeführt wurde oder ob das einfach so passiert ist, damit die Menschen sich dann noch mehr ein bisschen wiederfinden können? Ja, also ich gehe davon aus, dass Menschen, so wie du und ich, die das in ihren Teenagerjahren erlebt haben, wie alt warst du? Ich war 21, nicht mehr ganz Teenager. 21, okay, das gilt immer noch als Teenager. Na gut. Dass wir das aus früheren Leben mitbringen schon, ja. Also das passiert nicht einfach nur aus Zufall, ja. Also da war da also diese Disposition da und dann kam irgendwie ein Auslöser, was es auch immer ist. Bei mir war das mein erster Freund und ich weiß nicht, was bei dir plötzlich passiert ist. Irgendwas hat es schon ausgelöst, aber das ist eigentlich relativ egal. Das ist der Apfel, der hängt am Baum und irgendwann ist er reif und fällt runter. Und du und ich, wir waren schon früh reif. bei Leuten, wo das später passiert im Leben, kann ich sagen, ich habe noch nie einen einzigen Klienten gehabt von all diesen Tausenden, ja, bei die nicht irgendwie und wo eine Bewusstseinserweiterung haben wollten. Also die haben entweder spirituelle Bücher gelesen oder haben angefangen irgendwie auf YouTube zu gucken und dann irgendwelche Methoden ausprobiert. Oder sie haben irgendwelche Substanzen genommen, wie Ayahuasca, die ihnen Bewusstseinserweiterung versprochen hat. Natürlich haben sie dann gedacht, naja, das wollte ich eigentlich nicht. Die Kundalini ja wirklich dann erwacht. Oder irgendwas gemacht, ja, das irgendwie zur Bewusstseinserweiterung beiträgt. Und das ist
hundertprozentig bei allen Klienten habe ich das sozusagen nachgewiesen, ja. Und gerade auch bei denen, die sagen, ich wollte das doch gar nicht. Und wo ich dann sage, ja, Schatz, aber schau, du hast ja doch diese spirituellen Bücher da gelesen. Das tut man doch nur, wenn man eine Bewusstseinserweiterung haben will. Oder wenn irgendeine Art von Suche da ist, oder? Also wenn da so ein Gefühl ist von, ich suche nach etwas, aber ich weiß gar nicht wonach. Naja, das ist, da war schon ein Interesse dran, dass dieses Leben so wie man es mal irgendwie in der Werbung sieht, also weiß ich nicht, Gartenzaun, Auto und irgendwie einen langweiligen Job und zwei Kinder, dass die Leute fragen, das kann doch nicht alles sein. Und was gibt es noch? Also in mir drängt was nach einem tieferen Erleben, mehr Sinn, mehr Liebe, mehr Freude. Und dann fangen die Leute an, solche Bücher zu lesen oder solche Videos zu gucken. Und dann die Leute, die sozusagen da schon an der Schwelle sind, und das kommt drauf an, was sie in diesem Leben dazu gemacht haben oder auch in früheren Leben. Und dann muss nur noch der richtige Trigger kommen und dann geht's los, ja. Und es ist auch nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen. Es gibt auch sozusagen Vorbeben, wie beim Erdbeben, ja, da gibt es ja auch so Fortbeben. Und das, wo die Leute so schon in diese Richtung gehen, ja. Aber das ist dann noch nicht so richtig. Also diese fünf Kriterien, die ich am Anfang des Interviews gesagt habe, wenn die wirklich alle vier oder fünf da sind, dann spreche ich von einem ganzen oder vollständigen Kundalini-Erweckung. Aber manche Leute machen vielleicht, weiß ich nicht, einen Meditationskurs oder irgendwie einen anderen Kurs. Und danach haben sie sehr viel intensivere Emotionen, aber nicht unbedingt die Spiritualität, das ist noch nicht so ganz, dass sie dahin gehen. Und das muss aber, das ist eben das Hauptkriterium, dass diese Spiritualität an erste Stelle kommt in ihrem Leben. Und dann fängt die Kundalini-Erweckung vielleicht beim nächsten Trigger an. Und würdest du sagen, dass grundsätzlich jeder in diesem Leben, wenn er wollen würde, eine Kundalini-Erweckung haben könnte? Also dass das vielleicht auch im Seelenplan von jedem möglich wäre oder dass jeder die Präpositionen mitbringen würde? Oder dass da doch auch irgendeine Art Gnadeführung eine Rolle spielt? Wie hast du das erlebt? Also grundsätzlich denke ich, dass wir der Meister unseres Schicksals sind. Ja? Also wir machen unser eigenes Schicksal. Wir machen unser eigenes Karma, jeden Tag machen wir uns neues Karma. Und wenn wir diese Bewusstseinserweiterung haben wollen, dann ist es wichtig, dass wir einfach diesen Wunsch haben, einen starken Wunsch haben danach und dann auch in die Aktion gehen und Meditationsretreats besuchen oder uns wirklich da reinknien und auch die Dinge machen, die dahin führen können. Und das heißt, bewusstseinserweiternde Praktiken. Außer irgendwelche Drogen oder Pflanzenmedizin oder Ayahuasca zu nehmen, weil das sehe ich als gefährlich an. Ich habe leider einige Leute, die da in sehr große Krisen gekommen sind dadurch. Das würde ich nicht empfehlen, obwohl ich weiß, dass viele Menschen das machen. Aber wie gesagt, ich sehe immer die Katastrophen, die kommen ja dann zu mir. Ob dann jeder direkt in diesem Leben das noch schafft, das weiß ich nicht. Also wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, 85 ist und sagt, ich will das noch, und mit 87 tut er dann sterben, vielleicht klappt das nicht mehr in den 2 Jahren. Ja. Aber auf jeden Fall der Wunsch, also wir leben ja weiter, nachdem wir diesen Körper verlassen haben, und wenn wir dann den Wunsch weiter haben, auch in unserem Nachleben und dann in unserem späteren neuen Menschenleben. Also wenn der Wunsch stark ist, dann werden wir das im nächsten Leben als auch wieder als Drang oder als Wunsch erleben, dass wir schon in jungen Jahren als Teenager anfangen, spirituelle Bücher zu lesen, Yoga zu machen. Und das macht ja nicht jeder, ja, aber manche machen das schon. Und das kommt von früheren Leben und das kommt von diesem Wunsch. Also dieser Wunsch nach Bewusstseinserweiterung, der wird die Kundalini erwecken. Und es gibt ja auch viele, viele verschiedene Arten, wie das erweckt werden kann. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel Nahtoderlebnisse haben, die haben in der Regel hinter eine Kundalini-Erweckung. Und dann kriegen die auch diese übernatürlichen Fähigkeiten.
normalen Fähigkeiten. Oder es kann, ja, manche kriegen das. Der zweite Grund übrigens, warum Leute eine Kundalini-Erweckung haben, ist eigentlich relativ lustig. Das sind Leute, die sich verlieben, aber die sehr, sehr verliebt sind, aber diese Verliebtheit nicht sexuell konsumieren. Und das treibt auch die Kundalini nach oben. Ja. Spannend. Und also dass die glauben dann oft, dass dieser Mensch, in den sie sich verliebt haben, dass der das irgendwie gemacht hat oder die und dass das ein ganz besonders spezieller Mensch ist. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Das war einfach nur ein Trigger, ja. Dass diese Energie, diese starke Freude und Ekstase da war, der Verliebtheit, das durch den sexuellen Akt eben nicht verpufft ist und dann sich sozusagen sich innerlich anhäuft und dann dadurch zu dieser Bewusstseinserweiterung führt. Faszinierend. Ich weiß es noch aus einem deiner Bücher, aber finde ich super, dass du das hier auch ansprichst, weil damit rechnet man ja jetzt nicht. Das ist nicht so eins der gängigen Dinge, die man dazu hört. Total Nee. interessant. Aber wie gesagt, ich könnte ja auch eine Doktorarbeit darüber schreiben, weil ich habe immerhin 2000 Leute und ich habe das alles sehr genau auch analysiert. Ja. Und ich stehe auch mit den Füßen fest auf dem Boden, obwohl ich mit allen möglichen esoterischen Dingen zu tun habe, habe ich auch diesen mehr akademischen Geist. Und ich sehe auch, ich will das gerne auch genauer definieren, was ich mache. Und vielleicht sollte ich das auch kurz erwähnen, dass diese Definition der Kundalini, dass ich das also selber so geformt habe, weil es gibt da keine Konferenz oder irgendwie, wo die Leute beschlossen haben, was ist denn jetzt eine genaue Kundalini-Erweckung, sondern viele Quellen sind sehr folkloristisch, sind durchdrängt mit kulturellen Überbauungen von der jeweiligen Kultur, wo sie herkommen. Ich habe auch sehr viele Biografien gelesen von katholischen Heiligen, Teresa von Avila, John of Cross, Johannes vom Kreuz auf Deutsch, Katharina von Siena, die haben alle die Kundalini-Erweckung gehabt. Also ich kann das in diesen Büchern lesen. Die hatten dafür nur kein Konzept. Die wussten, also gerade im Katholizismus nennen sie das dann Gnade. Jemand ist in Gnade gefallen. Sowas in die Richtung. Aber eigentlich diesem Kundalini-Konzept haben die eigentlich nicht so sehr. Und das haben die, kommt eben ja auch aus Indien. Und da haben sie das mehr systematisiert. Und deswegen sprechen wir von der Kundalini-Erweckung. Aber eigentlich ist das ein Prozess, den man in allen Kulturen kennt, überall in der ganzen Welt. Und wie nennt man das dann da? Also du hast schon gesagt, die Gnade. Was gibt es da vielleicht sonst noch für umgangssprachliche Formen oder andere Bezeichnungen? Also ich habe jetzt eine Klientin gehabt aus Kanada, die hatte einen Jesuitenpfarrer oder Priester als ihren spirituellen Anleiter. Und die hat mir erzählt, dass bei den Jesuiten, die nennen das die Taube. Aber das ist jetzt, das weiß ich nur vom Hörensagen, ja. Also so genau kenne ich mich nicht aus mit dem Christentum und auch dem Katholizismus. Das ist nicht meine Gruppe. Also ich selber bin evangelisch aufgewachsen, da kennt man das eigentlich gar nicht mehr, ne? Aber im Katholizismus, weil die ja eigentlich auch sehr viel starke, intensive spirituelle Rituale haben, kennt man das schon. Und aber wie gesagt, die haben dann kein echtes Konzept. Die kennen die Chakren nicht, die kennen die Energielaufbahnen nicht, die kennen das innere Feuer nicht. Also all diese Konzepte, die wir aus dem Osten kennen, aus den östlichen Religionen, im Hinduismus oder Buddhismus oder Taoismus, ist eben im Christentum nicht bekannt. Aber das Phänomen selber, das kann man nachlesen in den Büchern, ja, weil die Symptome da sind. Und was ist mit dem Begriff spirituelles Erwachen? Weil das ist ja schon jetzt gerade sehr präsent. Ich weiß nicht, ob man es New Age zuordnen könnte. Ich verwende es für mich persönlich synonym spirituelles Erwachen und Kundalini Erwachen, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt für mich. Ich bin immer davon ausgegangen. Wie siehst du das? Kann man das als das Gleiche bezeichnen? Ja, wie gesagt, ich ziehe diesen Begriff Bewusstseinserweiterung vor, weil das ein bisschen neutraler ist. Man kann den spirituell nutzen und der ist ja auch für Spirituelles gedacht, aber das macht ja nicht jeder. Und deswegen, also wir haben da ja eine Freiheit, ja. Wir können das entweder
ganz egoistisch nutzen und uns selber zum Scharlatan auch spielen, ja. Oder wir können, es ist auch durchaus möglich, dass irgendwelche Geschäftsleute diese Kundalini-Erweckung haben und das dann nur dazu benutzen, um mehr Geld zu machen. Das ist im Prinzip schon möglich, ja. Und deswegen versuche ich, also das so zu definieren, dass es ein bisschen mehr offen lässt. Okay. Auf eins würde ich gerade gerne, das drängt sich mir noch auf, eingehen wollen. Nämlich, du hast gesagt, es öffnet sich ja nach oben, zum Beispiel die Glückseligkeit, die höheren, höher erfahrbaren Bewusstseinszustände, die universelle Liebe, die Verbundenheit. Aber es öffnet sich halt auch nach unten. Also das kollektive Unterbewusstsein ist ja dann auch irgendwann mit eingeschlossen. Ich erinnere mich an eine Zeichnung in einem deiner Bücher, wo das wie so eine Sanduhr dargestellt war und erst da erlebt man das eigene Über- oder Unterbewusstsein und irgendwann fließt es quasi ins Kollektive mit ein. Das wäre total spannend, wenn du da noch ein bisschen was dazu erzählst. Ja, also das Persönlichkeitsmodell, das ich benutze, das das ganz gut erklärt, das sieht also aus wie so eine Eieruhr oder so eine Sanduhr. Und hier oben, das nenne ich das höhere Bewusstsein. Und da sagen wir, da sind all die wunderschönen spirituellen Erlebnisse drin und die Glückseligkeit. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Ja. Und hier unten ist unser Unbewusstsein, Unterbewusstsein oder unsere Schattenseite. Was wir Und nicht dann, haben wollen. ja, das, was wir unterdrückt haben, genau. Genau. Und wenn du jetzt so einen typischen Atheisten, Materialisten nimmst, ich will jetzt niemanden da irgendwie runtermachen, aber der identifiziert sich nur hier mit dem kleinen, dünnen Mittelding von der Eieruhr und der sagt, Gott ist tot, ja, das ist alles Quatsch. Und Unbewusstsein, Schattenseite habe ich nicht, ja. Also der ist blind zu diesen Teilen seiner selbst oder ihrer selbst. Und dann, wenn die Kundalini-Erweckung stattfindet durch diese Triggers, dann ist ja das, wir sagen ja, das ist dann wie Eis, ja, dann fängt das an zu schmelzen und es schmelzt dann immer nach oben und nach unten gleichzeitig, ja. Und das haben wir auch schon besprochen im Interview, dass wir dann so hin und her gehen, ja, Glückseligkeit am Vormittag und Hölle am Nachmittag. Oder 3 Wochen Glückseligkeit und dann wieder eine Phase, wo wir irgendwie in einer Depression versenken und denken, wie kann das jetzt wieder passieren? Und also wenn das unsere Eieruhr ist, dann sind das die Teile, die jetzt näher sind an dem Mittelstück, das ist so mehr persönliches Material und dann, wenn wir weiter rausgehen, dann kommen wir immer mehr in so kollektive Anteile, wo wir zum Beispiel vom unbewussten Teil unseres Wesens irgendwelche negativen Archetypen anzapfen, weiß ich nicht, Rassismus, Sexismus oder andere Ismus, die alle sehr, sehr unschön sind. Also das schlummert in uns allen leider, ja. Und das wirkt sich besonders dann schlecht aus, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, ja, weil man sagt, ich bin doch kein Rassist, ja, ich bin kein Sexist. Und weil man dann diese Impulse nicht unter Kontrolle hat und dann doch unbewusst solche Tendenzen auslebt. Es ist viel besser, dass man das merkt und dass man vielleicht solche Impulse leider dann doch hat und dass die im Zaum hält, ja. Und das ist ja eigentlich transpersonal, also das ist, geht über unsere persönliche Geschichte hinaus, also weil das sind ja ganze Kulturen oder die ganze Menschheit hat solche Tendenzen. Also ich meine, das Patriarchat gibt es überall im ganzen Erdball, ja. Und Rassismus ist auch sehr verbreitet. Und genauso geht das nach oben, dass man vielleicht dann mehr so persönliche Erlebnisse hat, aber dann mehr in so Bewusstseinszustände kommen, die eigentlich mit der eigenen persönlichen Geschichte nichts mehr zu tun haben und die überpersönlich sind. Und das ist eigentlich auch sehr wunderschön, weil uns das erlaubt, uns von unserer alten Ego-Identität uns loszulösen. Weil mit unserem Geburtsnamen sind ja immer Begrenzungen verbunden. Ja? Entweder negative Begrenzungen, das kannst du nicht, du bist dumm oder sonst irgendwas, ja, oder aber auch positive, nein, du bist die Beste, du bist eine Königin, dann irgendwelche narzisstischen Sachen, ja. Also dass wir dann all das loslassen können, weil wir wirklich erkennen, das ist alles einfach alles Quatsch, ja. Und dazu macht man ja dann auch Psychotherapie. Und das ist ja ein mühsamer Prozess in der Psychotherapie. Aber wenn
wir eben diese spirituellen Erlebnisse haben, dann wird das eben relativ einfach, ja, weil man das einfach klar erkennt durch diese Bewusstseinserweiterung, dass das, was einem da erzählt wurde, als mal ein Kind war oder irgendwie sonst wo traumatisiert von irgendwelchen Boyfriends oder sonst irgendwas oder Girlfriends oder sonst was, dass das alles einfach nur relativ ist, dass es uns nicht so tief gestört hat oder kaputt gemacht hat, wie wir das glauben oder wie uns das erzählt wird von manchen Psychologen. Nein, das sind alles nur kleine Schluckaufs, ja, oder die man sehr leicht loslösen kann und loslassen kann und dann immer mehr in einem, ja, wie soll ich sagen, göttlichen Zustand sich aufhalten kann, bis dieses göttliche Selbst zum eigentlichen Selbst wird. Und dann von der alten Persönlichkeit eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben ist. Das tangiert einen einfach alles nicht mehr, ja. Also ich habe zum Beispiel auch eine relativ traumatische Kindheit. Ich kann mich daran erinnern, aber das ist alles wie in Schwarz und Weiß, wie aus Bleistift gezeichnet. Da ist keine emotionale Ladung mehr drauf, ja. Und da ist auch keine besondere Traurigkeit drin, nur weil das mir passiert ist, ja. Natürlich sind es keine schönen Geschichten, aber das ist alles, das tangiert mich nicht mehr. Das ist wie aus vor 5 Leben, ja. Also, und so wie ich mich jetzt fühle, das ist sehr viel stärker. Das heißt aber nicht, dass ich nie und nimmer mehr irgendwelches persönliches Material habe. Auch in mir schlummern noch unbewusste Inhalte, die vielleicht hin und wieder mal aufkommen unter irgendwelchen Stresssituationen. Und dann muss man damit umgehen. Ist manchmal auch interessant, was man da alles so für einen Unsinn glaubt oder was da im Kollektiv, also auch vom Familiensystem, da so eingebläut wird. Also in unserer Familie machen wir so und solche Sachen machen wir nicht. Und keiner von uns darf reich werden und keiner von uns darf irgendwie machtvoll werden. Das ist alles böse. Das machen wir nicht. Also ein Kram, ja, der im ganzen Familiensystem ist. Deswegen sind ja unser gesamte Verwandtschaft, ja, wenn man die sich mal so anguckt, ja, beim Familientreffen kann man ja mal gucken, was man so da mitbekommen hat an, man kann ja sehen, was die Leute so erreichen und können oder tun in ihrem Leben und wo dann irgendwo die Glasdecke ist und dann sagen, nee, da will ich ganz bewusst durch. Also ich lasse mich von diesem System nicht zurückhalten, ja. Auf eine Sache aus einem Buch von dir muss ich noch eingehen, weil das hast du gerade von alleine angesprochen und das denke ich wäre auch noch schön für die Menschen als quasi Lösung mitbekommen zu haben. Du sagst ja auch, dass wenn man diese asozialen Anteile in sich da sein lässt, dass das dann in gewisser Weise zu seinem höchsten Potenzial gewandelt werden kann. Ja, ich habe es eher so gemeint, wie ich es schon erklärt habe, dass wenn du asoziale Impulse hast Okay. und du glaubst aber von dir, dass du einfach nur ein total netter Mensch bist und dann wird es irgendwie so durch die Ritzen doch irgendwie durchkommen und irgendwie so passiv-aggressiv irgendwie wird sich das ausspielen, ja. Und dann ist das natürlich überhaupt nicht günstig, weil dann irgendwie wird sich vielleicht jemand bei dir beklagen und dann sagst du, ach, bist du empört? Wie kannst du es wagen, mich solchen Dingen zu bezichtigen? Nein, ich bin nie und nie und nimmer neidisch. Das kenne ich gar nicht. Und in Wirklichkeit ist da doch jede Menge unterdrückter Neid da. Und deine Freundinnen merken das halt und finden das halt nicht so toll. Und deswegen ist es besser, zum Beispiel jetzt mit dem Thema Neid, dass man sich dessen bewusst ist. Und dann kann man zum Beispiel den Neid umwandeln und sagen, gut, also ich sehe hier, dieser Freund oder dieser Mensch hat jetzt das und ich will das eigentlich auch, ich bin neidisch. Dann sag mal, okay, dann nehme ich das jetzt als Wegweiser. Wenn ich da so neidisch bin, dann heißt es ja, ich möchte das auch. Gut, das kriegen wir jetzt, ja. Und das mache ich jetzt möglich in meinem Leben. Dann nutzt du diese ungute Geisteseinstellung, also im Buddhismus sagt man Geistesgift, nutzt du das zu einem Guten. Alles klar. Und zum Beispiel gerade mit Neid gibt es auch eine schöne spirituelle Praxis. Und das ist so, also wenn du jetzt jemanden kennst, der hat jetzt so ein tolles Haus und du willst so ein Haus haben, aber das kannst du dir nicht leisten. Also bist du neidisch, ja.
Und dann machst du diese Praxis, dass du dich ganz doll mit der Person mitfreust. Einfach mal so richtig gezwungen mitfreuen, ja. Und da so richtig reingehst in diese Mitfreude. Und die Theorie ist dann so, dass es heißt, wenn man das kann, wenn man sich tatsächlich dazu motivieren kann, echte Mitfreude zu haben, dass dann einiges von dem guten Karma, das die andere Person hat, dass wir daran teilhaben können. Also, dass wir das dann auch bekommen. Ja, das geht, dass das auf uns überschwappt. Also, ohne dass wir das denen wegnehmen, ja. Dass wir irgendwie dann auch in diese Dimension eintauchen können, wo man so ein tolles Haus haben darf, ja, mit einem riesen Garten und Swimmingpool oder was auch immer, ja. Und also so kann man dann solche Geistesgifte oder solche Negativitäten in positive Qualitäten umwandeln. Und gerade Neid, das ist ein gutes Thema, ja, weil wo immer man neidisch drauf ist, kann man sagen, gut, das will ich jetzt auch haben. Und dann arbeitet man dran, dauert vielleicht eine Weile, aber wenn man es dann hat, braucht man immer neidisch zu sein. Ja, verstehe. Ist ein guter Indikator und es ist, man spaltet es nicht ab, dass es wieder ins Unbewusste geht, sondern man hat trotzdem diesen ganzheitlichen, bewussten, zentrierten Blick auf das, was einfach gerade ist. Genau, also ich habe jetzt dieses Beispiel von dem Haus, aber das gilt ja für alles, ne? Auch für spirituelle Qualitäten, dass man dann so sagt, ja, das will ich ja auch gar nicht. Oder dass irgendwie runter sagt, also so ein großes Haus, das muss man ja dann putzen. Nee, das will ich nicht, ja. Und ich dann irgendwie das so zu die sauren Trauben sagt, ja, das will ich ja sowieso nicht, ja. Und dadurch schneidet man sich ja das dann ab, dass man das, was man ja tatsächlich haben will, auch bekommen könnte. Und das ist, muss auch nicht unbedingt unspirituell sein, dass man sagt, ah ja, das sind ja aber doch materialistische Wünsche. Nee, man kann ja dann zum Beispiel sagen, ich will auch so ein tolles Haus haben und dann kann ich da draus ein Meditationszentrum machen und dann alle Leute einladen oder ein Kinderheim oder irgendwas. Man kann ja das verbinden mit einem spirituellen, altruistischen Wunsch und dann wird es auch unserem spirituellen Weg nützen. Denn je mehr wir unsere eigene Wunsch, also Gier-Energie, dazu nutzen, ganz geschickt, dass wir das einfließen lassen in unsere altruistische, liebevolle Geisteshaltung, dadurch können wir dann wachsen. Anstatt dass wir das unterdrücken und abschneiden und dann bitter werden und ja, bitter, dann das ist nicht der beste Weg. Also der tantrische Weg ist diese Gier-Motivation zu nehmen und umzuwandeln und für den spirituellen Weg zu nutzen. Und auch hier wieder die Vereinigung. Nicht entweder du oder ich oder nur deine Wünsche oder nur meine Wünsche, sondern auch hier wieder. Wieso kann nicht beides koexistieren? Genau, sehr gut. Schön. Du, das war schon so umfassend. Ich würde euch letzte Frage nur in den Raum stellen. Gibt es noch etwas, wo du das Gefühl hast, das möchtest du jetzt noch mit den Zuschauern teilen zum Thema Kundalini, zum Thema, nennen wir es Bewusstseinserweiterung, falls sie da gerade irgendwo in diesem Prozess sind. Was würdest du ihnen gerne aus deinem Herzen jetzt noch mitgeben? Ja, also das Wichtigste ist zu erkennen, dass es ein positiver Prozess ist, dass sie sozusagen die Lotterie gewonnen haben, auch wenn sie das jetzt noch nicht erkennen, weil sie das jetzt irgendwie erleben, dass jetzt einfach viele Probleme erstmal schlimmer geworden sind. Aber das ist nur temporär. Und wenn sie die guten Methoden, also das Heilen mit dem höheren Bewusstsein, da habe ich ja Bücher drüber geschrieben, wenn sie die lesen oder zu mir als Klienten oder in eine meiner Gruppen kommen, dass wir daran arbeiten können und dass dann wirklich auch die Ernte kommt. Und diese Ernte, die macht es dann wirklich, dass es der ganze Prozess wirklich, dass es wertvoll ist und dass man das wirklich dann auch dem dankbar sein kann und dass man also das nicht bereut, dass einem das passiert ist. 100%. Wunderschön. Dann sag gerne den Zuschauern auch noch, wo sie dich finden können. Gerne nochmal deine Homepage. Und ich werde es dann auch noch unten verlinken unter dem Video. Ja, die Homepage ist mein Name, Tara Springett, Springett. Dot oder Punkt com Strich DE. Da geht es aber auch auf Englisch. Ja. Und gibt es noch eine englische, die heißt KundaliniSymptoms.com. Das ist dann noch mehr nur über Kundalini-Symptome, die ist aber nur auf Englisch leider.
Alles klar, werde ich beide verlinken und ich bedanke mich bei dir für dieses wunderschöne Gespräch und für deine Zeit, liebe Tara. Danke. An die Zuschauer, bis zum nächsten Mal und noch danke fürs Zuschauen.